Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Mephisto Porterus 24 MHz, der ist in der Elo-Liste, ist der Porterus 24 MHz in der Schnellschach-Elo-Liste 2202. Und der Star Diamond ist in der Liste mit 2181, also ungefähr 20 Elo-Punkte Unterschied. Das ist also fast nichts. Das gab ja damals mal die Ingo-Zahlen. Und da wäre das, diese 20 hätte man durch 8 teilen müssen. Dann wären das so Pi mal Daumen 3 Ingo-Punkte gewesen. Also das ist ja kaum existent. Da verliert der eine Partie und der andere gewinnt eine Partie. Und schon tauschen die Plätze in der Elo-Liste. So, Turnboard. Ach, was habe ich hier unten? Okay. Da muss ich bei ihm mit Turnboard machen. Ist natürlich blöd, dass ich. Danke. Dass ich immer noch die Color-Taste suchen muss. Na, ganz unten. Jesus und alle anderen zusammen. Wen gebe ich was? Ich gebe mal dem Porterus, muss auf Ziehen. Enter. Ach. Springe F3. So, einfach Color drücken, dann ist das Brett schon gedreht. Und ich habe vorher gemacht, dass wenn ich beim Star Diamond, das hat jemand in den Kommentaren geschrieben, die Easy-Taste drücke. Die ist, kann ich jetzt nicht nachgucken, weil die müssen erstmal Theorie spielen. B8, C6. Ja, so ein bisschen Londoner System. Fühlt sich an wie ein Safe Londoner System. Also, Hello! Please welcome your brain. Solange wir die Theorie spielen ohne Ende, kann ich natürlich schlecht was sagen hier. H3. Ja, Läufer G4 muss hier wohl sehr, sehr unangenehm sein. Läufer D7, C8, D7. So, das ist jetzt out of book. Wenn ich Easy drücke, dann muss man Easy zweimal drücken. Dann ist hinter Easy sind 3 Striche. Das heißt dann, das hat jemand in den Kommentaren übrigens mich darauf aufmerksam gemacht. Das heißt dann, Permanent Brain aus. Und beim Porterus ist Permanent Brain aus, heißt hier eben, ich habe den deutschen Modus eingeschaltet, beim Porterus Gegnerzeit. Und wenn Gegnerzeit aus ist, dann ist das wie Permanent Brain. Also aus, das gleiche. Das gleiche auf Deutsch eben, Gegnerzeit. Die tun sich auch megahertzmäßig gar nicht viel, 24 oder 25 MHz. Ist natürlich jetzt keine Standardversion der Porterus hier. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo man sowas machen lassen könnte. So einen Schachcomputer am Tunen. Und was sowas kosten würde und wie aufwendig sowas wäre, wenn man meinetwegen den Vancouver 16-Bit auf 18 MHz takten würde. Ob das möglich wäre. Weil dann würde er meiner doch eigentlich so spielen wie ein 32-Bit Vancouver. Ah, C8 Lipo. Es tut mir leid, dir mitzuteilen, Lipo. Der tutet nicht laut genug hier. Da muss wahrscheinlich hier. Irgendwie muss ich da ein Mikro dran machen und dann über die Boxen laufen lassen. Also so leichte Stromschläge oder sowas. Oh,
Heute habe ich die Kommentare gelesen von Manta Manta, ein E-Auto kommt hier nicht in den Film. Erstens ist der Film wahrscheinlich sowieso Grütze. Und das muss halt irgendwann, müssen halt Batterien gebaut werden, die halt umweltschonend sind. Halt, so geht es auch nicht weiter mit den Benzinern. Das ist gerade in Deutschland, soll das schlimm sein. Ich vermute mal so in Großstädten, Berlin, München oder sowas. Oder man muss einen ganz radikalen Weg gehen. Man hebt die Spritpreise auf 5 Euro den Liter und die Leute haben dann eine gewisse Kilometerzahl, können die zu einem anderen Kurs tanken oder die kriegen die per Steuern das Geld zurück, wie auch immer das gehen soll. Und ab dann müssen sie selbst zahlen. Da muss irgendwas passieren, das kann doch nicht so weiterlaufen. Die ewig gestrigen, die können nicht ewig so weitermachen. Das ist halt das Problem. D7E8. Ist natürlich ein schlauer Zug, den Lauf als die Grundreihe zurückzuziehen. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, was hier los ist. So. Ja, 89 war der Porto Rossi ja noch Weltmeister. Das kam erst später. Diese gefühlten, geschenkten Titel. Weil ja keine Konkurrenz da war bei den D1, D2. Das ist die falsche Reihenfolge, Herr Porteros. Turm C1, Läufer B1, Dame C2 oder Dame D3 und wenn schon dann richtig drohen, dann gleich das Matt drohen und nicht so eine samtweichen Schachgebote da. Das kann den Lippo nicht erfreuen. Ja, wie sollte das gehen? Man würde quasi den Arbeitsweg angeben. Und dann würde man irgendwie so eine Kilometerzahl errechnen, die man im Monat vielleicht würde man das Geld auch einfach überwiesen bekommen. Also als Ausgleich zum Spritpreis, diese Differenz. Aber da will wahrscheinlich auch wieder viele Fusch mitmachen. Das wäre eine Möglichkeit, irgendwie das ausgleichen, dass das 5 Euro kostet der Liter und eine gewisse Kilometerzahl kriegt man dann für 1 Euro den Liter meinetwegen und alles, was darüber hinausgeht, muss man dann selbst zahlen. Irgendwie sowas. Man, wenn da niemand was macht, dann passiert auch nie was. Dann diese fetten SUVs und alles. Man sollte auch eventuell eine Begrenzung machen. Eine Literbegrenzung auf 100 Kilometer, also Verbrauch. Und nicht so dicke Autos also für Privatautos. Also niemand braucht ein Auto, was 30 Liter auf 100 Kilometer frisst. D8, D6. Alle Sportwagen könntest du instant verschrotten. Wenn das so wäre. Irgendwie 5 Liter maximal Verbrauch. C3, B5. Wenn man irgendwie eine Zukunft haben will, dann muss man die ewig gestrigen, muss man dann irgendwie absägen. Das ist halt das Problem. Oder so in der Art. Da besteht ja, die Dame zieht nach E7. Der Läufer hat sich ein bisschen verlaufen. Da könnte, ja, was will man überhaupt machen? H6, den Springer dann nach D7. F6, Läufer, wohin dann mit dem Läufer? Was will der Läufer auf E8? Was hätte man sonst machen können? A6, B5 und der Läufer B7? Das ist wahrscheinlich auch das Problem mit diesem Läufer D7 auf Theorie. Ich glaube, eigentlich sollte man die Eröffnung so eingeben, dass die möglichst einfach und simpel zu handhaben sind. Dass so eine wahnsinnigen Züge, die dann wahnsinnige Pläne voraussetzen, die sind ja nicht mal nachvollziehbar. Ein Computer,
Ich habe mal gelesen, ein Computer, da ist zwar Schachwissen drin, also diese Schachcomputer, ich meine, also wenn ich davon rede, da sind es immer diese klassischen Geräte, ja, nicht diese Stockfisch schlägt sie alle tot oder sowas. Diese klassischen Computer. Ich glaube, die haben weniger Schachwissen drin, als in einem Anfängerbuch steht. Also wenn man sich ein Schachbuch für Anfänger kauft, diese goldenen Regeln oder sowas, ich glaube, davon noch nicht mal alle. So quasi, was könnte da drin stehen? Man soll rochieren, Türme auf die offenen Linien, Figurenentwicklung, Zentrumsbesetzung, hier Sonne-Sonne-Shows stehen da drin. So ganz einfache Sachen, also so komplizierte Sachen stehen da nicht drin. Ach, jetzt kommt wieder dieses Läufer H7 Schach, was sie so gerne machen. Ja, den wird er wohl rausnehmen. F6 H7 steht hier. Interessanterweise kann man dieses Rotationsmodus, den er hier hat, den kann man, meine ich, beim Super Expert C, den ich hier habe, kann man den dazu schalten. Das heißt, man macht den an oder aus. Das hat er komischerweise gar nicht mehr. Obwohl, genug Tasten hat er doch. Und ich wage mal zu bezweifeln, dass es ein Speicherproblem war. Das ist ja immer ein Wisches. Das Wisches, das da nicht hat. Oder es verbirgt sich in irgendeiner Taste und ich habe das noch nicht gefunden. Und das muss der Läufer doch eh wieder ziehen. Letztes Mal hat übrigens der Super-Expert leider eine Partie verloren. Da stand aber auch Offer H6, glaube ich, und G6 war gezogen. Da hat Läufer G6 gemacht, Bauer, Dame, G6. Die Partie hat er dann verloren. Wegen Material. Also es gibt auch Partien, wo er falsch opfert, Läufer D3. Ich frage das, was ich mich immer frage in solchen Situationen hier ist, was ist denn, wenn Schwarz jetzt einfach König G8 ziehen würde? Da haben wir die gleiche Stellung wie vorher, exakt die gleiche Stellung. Und was ist dann da anders dran? Komischerweise zieht nie einer König G8 auf Dame auf Läuferschach. Das wundert mich ein bisschen. Oder meinen die dann, er würde quasi jetzt auf Permanent Brain dieselbe Variante nochmal berechnen mit dieser Stellung irgendwie und dann wird er... Ich weiß es nicht. Läufer D7, da sieht man, er hatte keine Ahnung, wann der Läufer auf E8 steht. Pro-Operation Print. Ich glaube, diesen Anschluss hat mein PC gar nicht hier. Diesen COM-Anschluss, den man dafür braucht. Erinnert so ein bisschen an VGA-Anschluss. Nur, dass es nur umgekehrter Anschluss ist. Das heißt, das, was am PC dran ist, an VGA-Anschluss, das ist quasi der Anschluss, den man... Ach, ich weiß auch nicht. Den das Kabel hier hat. Ich könnte ja das Kabel holen. So. Da, wie ich das zeige, sagt das mehr als 1000 Worte. Das ist, das ist der Anschluss, den der PC haben muss, wo das reinkommt. Das ist dann, sieht aus wie ein LAN-Kabel, das kommt in den Schachcomputer rein. Hier das Ganze nochmal. Hier das, was in den Schachcomputer reinkommt. Und das, was hier dann in den COM-Anschluss reinkommt. Der hat, ich glaube auch nicht, dass der einen COM-Anschluss hat, aber ich meine, mein Pentium 3 hat einen. Jetzt müsste ich nur noch eventuell mal das Ganze anschließen. Also das Problem ist, ich habe den Pentium 3 auch nicht aufgebaut. Den müsst ihr erst aufbauen. A7A6. Übrigens, keine Angst, wie gesagt, Permanent Brain ist bei beiden deaktiviert. Also das wäre auch lieber so, weil dann spielt meine Bedienungszeit keine Rolle. Warum die schreiben hier Easy Mode, die tun, als hätte das Gerät keine Spielstärke. Also wenn ich hier den Easy Mode anmache, dann spielt er immer noch stärker wie ein MM5 mit 10 MHz. Das spielt eigentlich auch recht stark. B5C3. Was kann man denn jetzt machen hier? B5?
Mich stellt immer noch der Lauf auf D7. Und F7, F5, wäre das eine Idee? Dann, wenn Weiß dann F2, F4 macht, dann kann man trotzdem nicht mehr viel machen. D07, 33, 35, 32, 35. 30 Sekunden ist er E7, D6. Wie gesagt, man sieht, er hat ja hier sehr viele Funktionen. Warum hat man dann diese Funktion für diese Rotationsmodus nicht einfach beibehalten? Der nette Mann statt hinten oder bei hinten würde unten dann dieses Teil stehen für, ich weiß jetzt momentan nicht, ich müsste danach gucken, wie das heißt. Dame nach G4. Können wir mal nachgucken. Weiß jetzt, ob es Quick-Tike ist oder Death Search. Das weiß ich momentan gar nicht. C6 A5. Der Superexperte hat da Glück gehabt gegen den Dallas. Superexperte C 15 Minuten Partie gegen Dallas 16 Bit. Da hat der Dallas zwei mehr Bauern. Aber die Dame schon nicht steht so blöd auf A2, dass der Superexperte das Remis noch kriegt. H1, A2. Okay, vielleicht irgendwann mal verdoppeln, man weiß es nicht. B2, B4 und dann, ja, was dann? Auf Springer C4 wegnehmen und dann Turm C2 oder irgendwie sowas. Ich glaube, dieses Schachcomputer, dem Schachwissen, das entspricht eben, ja, einem Schachanfänger eigentlich. Das allererste Schachbuch, da stehen also so die Grundregeln drin und viel mehr haben die auch nicht als Schachwissen. C8, C7. Hier zum Beispiel die Turm auf der offenen Linie zu verdoppeln, das könnte so da drin stehen zum Beispiel. Ich will zum Beispiel auch drüber nachdenken, mir den Chess Challenger quasi zurückzutakten auf 32 zumindest, dass der nicht mal diese Aussätze hat. Das sind ja manchmal wirklich würde Figureneinsteller, die da macht. Allerdings, wenn ich den MM4 manchmal bei Blitzpartien sehe, dann habe ich auch nicht das ein anderes Gefühl. Das sieht mir auch wie total wahnsinnige Figuren anstelle aus. Ich hätte jetzt keine Ahnung davon, wie man das machen würde. Ich glaube eher nicht, dass da E4, E5... Also ich glaube nicht, dass da eine Stellschraube ist und die dreht man einfach und ja, wie, dann verändere ich die Megahertzzahl. Ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr dabei. D6, B6. Also muss ehrlich sagen, ich finde diese Art der Perspektive, eigentlich gefällt mir die noch am besten. Erstens kann ich eine höhere Auflösung fahren als bei der normalen Kamera. Und dann hätte ich ja nur dieses Bild hier, also das hier. Das hätte ich nur. Und der Laptop würde daneben stehen. Hier hat man auch das Bild hier, eine bessere Übersicht. Dann das hier neben noch. F8, C8. Ja, jetzt könnte er irgendwann den Läufer wieder nach... er kann auch Läufer B5 ziehen zum Beispiel, fällt mir gerade mal auf. Also wenn er keine Lust mehr auf den Läufer hat, kann er Läufer B5 machen. F1, D1.
9. World Microcomputer Chess Championship. Das gab ja in den USA noch so eine Meisterschaften B3C1. B3C1? B3C1. Schwarz ist am Zug, Lippo. Gute Nacht, gute Nacht. Ich bin nicht wieder aufgewacht. Darum schlafe ich auch schön wieder ein. So. Er könnte auch theoretisch seinen Läufer wegziehen. Wohl kann er nicht. Der tue mich, Lippo. Meine Güte. Das kommt davon, wenn man morgens so früh aufsteht. Das ist immer scheiße. Mann, Mann, Mann. C7, C1. Also mein Blutdruck ist okay. Meinte, ich soll aber trotzdem noch... trotzdem noch messen. So, was denn außer... Turm schlägt C1. Man kann auch mit Turm weniger weiterspielen, wenn man Bock hat. Ich mache jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, warum er rechnet. Warum rechnet er jetzt? Er hat keine Schachgebote, irgendwelche anderen Figuren. Das ist so total sinnlos. Sowas könnte man bestimmt wegen den Gegnern in der Turnierpartie wahnsinnig machen. Der steht bei so selbstverständlichen Schlagzügen immer so 3-4 Minuten überlegen und das zurücknehmen. B6, B3. Ich glaube, ich habe meine Gegner mal wahnsinnig gemacht. Indem ich bei meinen Partien immer viel spazieren gegangen bin. So, und was will man jetzt machen hier? Es droht Dame A2 schlägt, es droht Dame D3 schlägt. Mal Käse aus für den Porto-Russ, 24 MHz hier. Minus 2,39. Ganz schön stark hier für einen 24 MHz Porto-Russ. G4 F3. Ist natürlich jetzt auch nicht die Mutter aller Schachpartien, das ist nur 15 Minuten Partie. Und die Elo-Liste, die ich da habe, das ist für 30 Minuten Partien. Diese Schnellschachliste. Ich weiß gar nicht, ob es eine Liste für 15 Minuten Partien gibt. D7 A4. Okay. Warum haben wir den Turm nicht geschlagen? Es droht da kein Schachgebot mit dem Läufer. Also die Dame hängt nicht durch. Was wäre gewesen, wenn man den Turm geschlagen hätte? Weil Dame F7 kommt da sowieso. Wenn er jetzt den Turm schlägt, kommt, ist Dame matt. Also jetzt kann er auch nicht schlagen. Ah. Was werde ich denn überhaupt machen hier? Ach, Dame D3 schlägt, die Puppe hängt einfach durch. Das ist natürlich Käse jetzt hier. Der Turm ist zwar gerettet. Tja. Er hat einen Damenschach. Dann zieht man König H7. Das ist total pleite. Also, wenn jemand sogar noch in Gefahr gerät in dieser Stellung, dann ist es weiß. Also, das Dame F7 schlägt, das droht ja nichts. Aber Dame F1, da hat man auch nur einen Damenschach. Auf das Turmschach hat man F3. Da weiß ich, hätte es lieber gehabt, den Läufer noch zu haben. Ja, gut, wenn es sich eh einzügig matt gewesen wäre, aber irgendwie anders. Oder so, oder so. Dame D4. Dann gewinnt das Star damit gegen den 24 MHz Porto-Russ. Spielstil aktiv, by the way, habe ich noch gar nicht erwähnt hier. E3, E2, A2, E2. Ich gucke mir noch ein bisschen die ganze Sache an hier. Und dann, wenn es doch zu sehr entschieden ist, dann mache ich wieder User-Entscheid. Also wenn es sich jedes Mal tut. Also im Dauerschach sehe ich da noch nicht mal in weiter Ferne. Läufer C6, wohl Dame E6, D4, D1. Ja, die Damenschachs bringen ihm ja nichts. Er hat ja kein weiteres Damenschach. Wenn er trotzdem Dame E6 schlägt, Dame H1 Schach, König G3. Okay, was soll das jetzt bringen? Ja, für einen Affenkasperzug.
Man will so zerrecht sein. Ich habe das echt Gerät hier vor mir stehen. Soll er ruhig ablösen nach Porterus. Ich hätte doch genommen hier. Man muss sich doch die maximalen taktischen Chancen beibehalten. Wenn er den Turm schlägt, dann gibt es noch einen Verlauferschaden. Hat man gar nicht. Hier Dame, hat man auch nicht. Okay, dann nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich um 6:30 aufgestanden bin, weil ich zum Hausarzt musste. Eine Prostata-Untersuchung. Das ist mir immer so peinlich. Dann habe ich heute noch mal von der Betriebsärztin den Zettel vorbeigebracht. Und was jetzt? Das Gute ist, es droht in Anführungszeichen doch nur an Schachgebot. Dann ziehst du ja beiseite und dann droht da gar nichts mehr. Also hat man durchaus ein bisschen Zeit, was zu machen. Turm E4, G4, irgendwie sowas hier. Aber Turm B2, was soll das denn bringen? Du kannst eine tote Stellung mit passiven Positionszügen doch nicht irgendwie retten. Das ist das Problem. Die Stellung bleibt doch tot, wenn du den Zug machst. Danke, dass mein Hals wieder kratzt. Ich habe schon lange nicht mehr gekröcht. Mach es doch so gerne. Hustenklümpchen. Das ist das Falsche. Jesus. Dieses penetrante Halskratzen dann. D1, G1. Also Turm B2 verstehe ich nicht. Das ist nach dem Motto, Turm E4, Alofa C6 gekommen. C6 gekommen. Und C1, C3 Schach. Aber mit zu passiven Zügen rettest du die Partie doch nicht. Das ist ja das Problem. Ich hätte viel früher auf Dame E6 Schlick gemacht. Du musst doch irgendwie, wenn man doch den Gegner irgendwie beschwindeln will, da muss man doch auch irgendwie was haben, womit man es überhaupt machen könnte, aber durch mit so einer Stellung. Ich glaube, E6 schon den Bauern genommen, dass man wenigstens irgendwas droht. Dame F5, Schach wird C8, hat er nicht mal, wahrscheinlich ist total pleite. Da gibt es keine Dauerschachs. D4, D3. Ja, droht Turm C2. Interessant, der Porterus mit 24 Megahertz verliert. So, trotzdem schönes Gerät, Mephisto Porterus. Kann er mal gucken, was er. Übrigens, ich kann sogar, wenn ich die falsch. Das ist ja etwas interessant hierbei. Wenn ich an einer Tastatur diese Falltaste nach rechts drücke, dann geht er auch nach rechts. Das ist das gleiche wie diese Falltaste. Das hat er schon gemacht, der Franz Huber. Das Leidenschaft dahinter. Da ist nicht nur der einzige Gedanke, der Profit, sondern gemacht aus Leidenschaft. Das ist eigentlich schon typisch undeutsch. Weil hier ist doch immer mehr Kohle, immer mehr Kohle. So nach dem Motto. Was arbeiten Sie? Was verdienen Sie? Das sind so die wichtigsten Fragen eines Deutschen. Er muss wissen, was der andere verdient, ansonsten ist er nicht glücklich. A4, C2... Okay, ist das jetzt so wichtig? Vermutlich wieder den Turm einklemmen. B5, ja, was willst du sonst machen? Ich glaube, das ist das, was die Schachcomputer nicht drauf haben. Auf gut Deutsch gesagt, auf Beschiss spielen. Irgendwie auf E6 den Bauern nehmen, dann irgendwie Dame F5 Schach, Dame E6 Schach. Irgendwie sich die Möglichkeit offen halten, irgendwie mal etwas mit Dauerschach zu machen. G1. E1 Schach. Ja, die lassen sich einfach so abfertigen, wehrlos abfertigen. Die warten einfach nur ab, wie die abgeschlachtet werden.
Das ist so ein bisschen das Problem. D3, D2, langsam geht der Bauer durch. Ja, wahrscheinlich ist es einfach total pleite. Ich kann ja mal hier... Ich würde mal sagen, wir erlösen den Porturus. Es ist minus... Es ist jetzt auch ein Turm weniger. Es ist total pleite. Ich sehe auch keine Dauerschachs kommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, da muss ich jetzt lange überlegen, ne? D2, D1. Oh, das ist interessant. Das ist richtig gut. Sehr nice. Habt ihr gesehen? Ich habe gar nichts gemacht. Hat von Alani die Dame genommen. Und dann hat er noch gefragt, die intern, man hätte auch eine Springer machen können oder sowas. Dann hätte man die Figur ihm ausgetauscht. Ich würde mal raten, er nimmt zurück. Warum überlegt er aber so einen Scheiß? Meine Güte. Ich überlege doch noch über andere Züge nach hier, oder was? Das kann man abbrechen. Der Rest ist geschenkt. Die spielt Star Diamond gegen Porturus 24 MHz und ich hier Boris gegen... gegen Novak Agato oder irgendwie so eine fantastischen Paarung. So, damit bedanke ich, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Der Star Diamond gewinnt seine Partie. Bisschen sperrig, ein bisschen merkwürdig, aber was willst du machen? Tschüss. Was heißt, ja gut, der Porturus hat sich einfach zu sehr einschieben lassen. Das ist das Problem. Die suchen nicht irgendwie, die spielen nicht auf Beschiss. Dass, wenn die Stellung zu tot ist, um sie normal weiter zu spielen, dann ist es eh alles egal. Da muss man irgendwie seine Chancen suchen. Und das ist bei diesen klassischen Schachcomputern, die suchen nicht ihre Chancen. Die lassen sich dann einfach so zusammenschieben. Das ist das Problem. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.